Hi, herzlich willkommen zurück beim Tienchen und zu einer neuen Folge Yayokata 2024. Wir sind schon im Juli und wir haben einen coolen Spruch, der heißt: Morgens am Strand, niemand da, nur das Meer, Glücksgefühl pur. Und ich mache als erstes meine Seite und ich habe mir das rausgesucht, hier mit diesem schönen Tag, habe mir das schon mal so ein bisschen vorgefaltet, damit ich mir das richtig anlegen kann und auch dieses Motiv dann nachher auf meiner Seite ist. Also ich mache jetzt zuerst meine Seite. Dafür muss ich das hier wieder anlegen. Das kennt ihr ja schon. Und muss mir das einzeichnen. Der weiße Rand soll nicht drauf sein. Und mache mir hier meine Bögen und gehe hier runter. Und dann falte ich mir das alles in die andere Richtung. Das wird natürlich mit zunehmender Dicke immer schwieriger. Und gehe hier runter. So, ich hoffe, das passt einigermaßen. Es sieht schief aus. Ich schneide mal ein bisschen mehr ab. Kürzen geht ja immer. Und hier rum. Drückt mir die Daumen. So, da waren die abgerundeten Ecken. Bei uns ballert seit einigen Tagen die Sonne wie verrückt. Ist ja schön nach dem vielen Regen, aber man muss sich dann gleich wieder so umstellen. So, jetzt schauen wir mal. Also oben muss es auf jeden Fall passen. Sieht gut aus. Unten den weißen Rand lasse ich dran. Da werde ich ein bisschen nachkollagieren. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Farbe. Was nehme ich denn? Ich färbe das jetzt mal ein und klebe das auf. Und dann machen wir gleich weiter. So, jetzt habe ich hier unten den weißen Streifen, den finde ich natürlich relativ ätzend. Aber ich würde gerne dieses Motiv hier ganz lassen, also nicht abdecken. Das heißt, ich mache mir hier nur einen schmalen Streifen hin, einfach so zu Collagezwecken. Aber da gucke ich jetzt mal hier in meinen anderen Resten noch, weil die Bordüre hier, die finde ich sehr schön, die möchte ich jetzt nicht zerschneiden. Was habe ich denn hier noch? Das ist zu kurz. Das ist zu hell. Irgendwas gibt es ja immer zu meckern. Ich möchte in diesem Farbton gerne bleiben. Das passt auch nicht. Ich möchte diesmal ein Bellyband machen. Deshalb habe ich hier jetzt, möchte ich hier jetzt keine Tasche drüber machen, sondern einfach nur ein Bellyband, in das ich das Tag dann reinstecke. Klebt es jetzt einfach da unten hin. Und die Ecke wieder runden. Wenn ich es hingeklebt habe, so, es geht mir nur darum, dass der weiße Streifen weg ist. Ihr wisst ja, ich habe eine Allergie gegen Weiß. So. Und mein Ecken runter. Das war die 10. Passt. So, und noch ein bisschen Farbe. Wunderschön. So, jetzt habe ich hier ein Kärtchen, das passt wie Faust aufs Auge zu dem Spruch.
Morgens am Strand. Niemand da, nur das Meer. Und diese kleine Person hier, was dann in dem Fall der ist, der den Spruch sagt. Niemand da, nur das Meer. Also er ist da und das Meer oder sie. Und da habe ich mir hinten so eine kleine Klappe drauf geklebt, damit ich es flappen kann. Und das soll auf mein Tag. Ich habe diesmal ein graues gewählt und habe mir auch den Hintergrund so in diesem hellen Blau schon zurechtgeschnitten. Das erinnert so ein bisschen ans Meer. Und hier möchte ich diese Karte draufkleben, so dass man die hier seitlich anklebt und dann einfach nur so flappen kann. Und es passt wunderbar zu dem Spruch, den werde ich wahrscheinlich hier drauf machen. Das klebe ich auf und zur Befestigung habe ich mir hier ein Bellyband zurecht geschnitten aus so einem Restpapier. Das passt ziemlich genau drauf. Deckt mir hier natürlich meinen Hintergrund ab, aber mir ging es jetzt nur darum, die Farben relativ meerlastig zu halten. Und ich werde es vielleicht so ein bisschen seitlich aufkleben diesmal und nicht mittig. So bündig hier mit dem Tag, wo das Tag aufhört. Also wo die Seite aufhört. Und das schlage ich mir jetzt um und zeichne mir hier an, was ich abschneiden muss. Hier so, damit es dann auch da drauf passt, weil den Bogen hinterher zu beschneiden, das ist schwieriger. So, wenn ich das jetzt hier drauf klebe, dann ist es nicht genau in der Mitte, das ist mal was anderes. Und das Designpapier, da habe ich hier noch Beauty Beach und so einen kleinen Beach Day. Damit werde ich mir das Bellyband dekorieren. Oder vielleicht nur mit Beauty Beach. Mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt wird das Bellyband ein bisschen eingefärbt. Ich könnte das auch, ich habe doch schon mal eins gemacht. Hier, ja, das habe ich mit einem Bordürenstanzer dekoriert. Ne, ich lasse das jetzt einfach mal glatt. Dann passen mir hier die Teilchen besser drauf. Und weil die auch ziemlich hell sind von der Farbe, also die würden hier jetzt, die passen zwar toll zu dem Papier, aber die würden jetzt hier fast überhaupt nicht abstechen, werde ich mir jetzt hier dann doch nochmal von der Gute und ihrem Papier was draufkleben. Damit die ein bisschen kräftiger werden. Also ich werde mir das Bellyband mit diesem bunten Papier beziehen, hier mit dieser tollen Bordüre. Und dafür streiche ich es ein und klebe es bündig mit der Seite, wo kein weißer Streifen ist. Und dann müsste ich ein bisschen radieren, weil da habe ich ja von vorhin noch die Bleistiftstriche drauf. So. Und jetzt schneide ich mir das zurecht. Und dann kommt es hier drauf. Ja, das ist doch schon viel schöner. Der weiße Streifen kommt weg. So. Da oben ist ja auch noch ein weißer Streifen. Ganz gereicht ohne weiße Streifen. So, aber da machen wir einfach ein bisschen Farbe drauf und dann passt es. So, und jetzt werden die oben und unten festgeklebt. Aber so knapp wie möglich. Weil ich habe meinen Tag natürlich nicht gemessen. Und hoffe, das passt mir dann da rein. So. Das mal ein bisschen
Klammern. Damit es gut trocknet. Und dann kommt hier das hier drauf. So, jetzt muss ich gucken, dass ich oben die Spitze genau treffe. Das ist immer das Wichtigste, dass es hier genau sitzt. Das Problem habt ihr natürlich, wenn ihr gerade Tex habt, nicht so. Da habe ich mir selber ein Ei gelegt, indem ich mir die ausgeschnitten habe. So, jetzt habe ich hier ein schönes Tag. Auf die Rückseite kommt natürlich auch was. Das mache ich ja fast immer so. Dann habe ich hier mein Kärtchen. Das klebe ich mir hier drauf. Klebeband habe ich mir schon drauf gemacht. So, hier bündig und dann kann ich das hier so klappen und es passt wunderbar zu dem Spruch, finde ich. So, den schneide ich mir jetzt aus, pack den hier unten hin. Das gefällt mir jetzt auch nicht so mit dem Weiß. Da müsste ich mir noch was überlegen. Das mache ich mal. Und dann machen wir gleich weiter. So, hier unten ist mein Tag ein bisschen schief. Deshalb mache ich mal wieder, immer mal wieder zwischendrin, mache ich ja ein bisschen Spitze auf meine Seiten. Dann mache ich mir jetzt ein bisschen Spitze drauf, dann sieht man es nicht. Also irgendwas ist hier ein bisschen schief, entweder das Bellyband oder das Tag. Und ich mache das mit Sticky. Das klebe ich mir hier unten drüber. Damit halten die Spitzen immer relativ gut. So. Dann sieht man von dem Schrägen nämlich nichts mehr. Und der Kleber, der ja natürlich hier durch die Löcher auch noch klebt, habe ich da so ein bisschen Babypuder. Das habe ich immer für diesen Zweck. Und mit dem pudere ich mir das einfach ein bisschen ab. Und dann klebt es nicht mehr. So. Wenn ich jetzt Pech habe, dann passt mir mein Tag hier nicht mehr rein. Doch, es passt. Yeah. Glück gehabt. Ich habe gedacht, durch die Spitze. So, ich habe das Bellyband hier mit ein bisschen Spitze. Und dann habe ich hier mein Tag. Da muss auf die Rückseite auch noch was. Das mache ich gleich. Habe hier mein Kärtchen, das so super zu dem Spruch passt. Und habe mir hier einfach ein Stück Restpapier noch von der gut rundrüber geklebt über das Weiße. Hier kommt jetzt der Spruch drauf. Und dann kommt noch was auf die Rückseite. Das mache ich jetzt mal ohne euch und dann zeige ich es euch noch, wie es fertig aussieht. So, meine Lieben, das war's. Also hier das Tag mit dieser tollen Karte, die super zu dem Spruch passt. Hier habe ich das Juli drauf gemacht, mit einem kleinen Papierchen von der Gudrun hinterlegt. Dann ist hier der Spruch und oben steht nochmal Beach Day. Und hier ist meine Seite mit dem Bellyband und diesen beiden Sechsecken Beauty Beach. Und hier kommt das Tag rein. Und das war mein Juli für Yayokata 2024. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart hier in meinem kreativen Chaos. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.